Hallo und willkommen zur 40. Folge der Community Karriere. Heute mal nicht nur die Premiere zur 40. Folge eben, sondern auch ganz ungewöhnlicher Stream auf einen Sonntagvormittag, weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Aber für euch, die Leute auf YouTube, ist es eh irrelevant. Deswegen aber trotzdem mal der kleine Hinweis, wenn ihr mal live dabei sein wollt, jeden Samstag streamen wir die Community Karriere, nehmen dann die Folgen eben für die darauffolgende Woche auf. Und jetzt würde ich mal sagen, es geht weiter mit der Bundesliga. Als nächstes stehen ja Kracher an, die gegen RB Leipzig, gegen Borussia Dortmund. Schauen wir mal, ob da überhaupt was möglich ist für uns. N'Golo Kanté bei RB Leipzig, jetzt habe ich alles gesehen. Was ist denn hier los? Dani Olmo rot gesperrt und das nach, keine Ahnung, 2 Spielen? Starkes Ding? Ne, 3 Spielen. Grealish auf der Bank, Niklas auf der Bank, stimmt! Niklas ist ja nach Leipzig gewechselt. Alter, guck mal, was da für Namen rumrennen. Falls wir verlieren, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Kommt rein, meine Kinder, in die Red Bull Arena. Die sieht, by the way, echt geil aus. Ich war ja mit Luca dort. Stadionvlog gibt's auf YouTube. Fand das Stadion echt geil. Nicht allzu groß, aber schon echt geile Location auch. Oh, Choreo in Leipzig. Leipzig on fire. Das wird ein geiles Duell. Und ich bin bestens vorbereitet. Egal, wer hier gewinnt. Ich freue mich. Hansen, super Ball auf Timo, auch klasse angenommen und weitergeleitet fürs Bryson. Oh, der ist gar nicht mal verkehrt. Ambros nochmal weitergeleitet, Timo mit der Hacke ins Bayer, fackelt nicht lang gegen Gulaschi. Führich tritt auch gleich mal die Ecke auf. Flubi, 1-0! Jawohl! Flubi macht sein nächstes Kopfballtor. Der Mann hat gesagt, er kommt wieder raus aus diesem Loch, hat ja zuletzt schon mal getroffen zum Sieg. Und jetzt macht er das gleiche wieder, egal ob da ein Verteidiger auf der Linie steht. Der wird einfach mit ins Tor geschossen. Schlusspfiff, 1-0 Sieg in Leipzig. Und die waren echt nicht gut. Mit so einer Mannschaft so schlecht zu spielen, ist eine Frechheit. Grealish und auch Niklas dann eingewechselt wurden. Auch die konnten nichts mehr bewirken. 4 Spieltage sind rum und wir sind echt auf dem 5., ne? Wir starten gut rein. Nur 1 Gegentor in 4 Spielen. Da muss ich auch einfach mal die Abwehr und Nick Umweg loben. Nächstes Spiel ist gegen die Dortmunder, ne? Fuck, die sind Erster. Welche Gegner hatte Dortmund, dass die so weit oben stehen? Die haben 2-1 gegen Köln gewonnen. 2-1 gegen Darmstadt. Okay, die hatten echt keine guten Gegner, ne? 4-0 gegen Augsburg und hier das andere Duell 0-0 gegen Leverkusen. Also die hatten echt keine guten Gegner bis jetzt. Das 0-0 gegen Leverkusen ist löblich, aber das ist... Also keine Ahnung, der Rest war jetzt nicht unbedingt anspruchsvoll. Pedro Gonçalves auf der Bank, Enmecha, Miretti, wer sitzt denn da bei denen schon wieder auf der Bank, Junge? Und Flarion spielt echt IV bei denen, der ist Stamm-IV. Aber warum spielt denn Papadopoulos und Flarion Stamm-IV? Wie kacke ist denn Dortmund geworden? Und dann geht's rein in den Teufelstream. Der BVB zu Gast, scheiße, die nächste Hochkaräter. Partie, Ferguson jetzt schon 2 Tore gemacht im letzten Spiel allein schon, boah. Die Mannschaft sieht ja ein bisschen komisch aus bei denen, ne? Aber reicht auf jeden Fall, um erstmal an der Tabellenspitze zu stehen. Ist natürlich eine Riesenaufgabe hier gegen den Edin. Ferguson, 2-gegen-3 Situation, die Verteidiger kommen langsam nach, aber eben zu langsam. Milinkovic, Savic nochmal rübergelegt, Hansen steht goldrichtig. Malen, Malen stellt den Körper rein, Flubi sieht nicht gut aus. Abschluss jetzt mal, Umweg ist da, Nachschuss kommt, nicht abmalen, steht im Abseits. Aber das gibt natürlich auch irgendwo dann den freien Raum her. Moisi nochmal rüber, Julius jetzt durchgesteckt, Julian Junior jetzt hat das auf dem linken Fuß und führt den FC Moisi zum 1-0. Julius mit der Vorlage und Julian Junior mit dem schwachen Linken. Sein erstes Bundesliga-Tor, nachdem er so viel Scheiße privat einstecken musste. Milinkovic, Savic, nochmal Pedro Gonçalves gegen Umweg. Oh, Canak liegt verletzt am Boden. Ja, steht schon wieder. De Paul, das ist doch ein überragender Ball. Für Tom Dankwart, der kann den Deckel drauf machen. Tom Dankwart zum 2-0. Wir gewinnen gegen den BVB und Tom Dankwart mit dem Disrespect. Überragender Ball von De Paul. Und Tom Dankwart hat scheinbar mehr Sprinttempo als Timo. Nochmal rüber. Jetzt kommt nochmal Moisty. Jetzt kommt nochmal Moisty. Oh, den haut er vorbei. Schluss. Wieder zu 0 gespielt. Jetzt schlagen wir selbst die Dortmunder. Was ist das denn eigentlich für eine Riesensieg? Als Aufsteiger gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Aber wir dürfen immer noch nicht zu viel loben. Es ist immer noch die erste Saison. Es ist gerade mal der Saisonstart. Und das erste Jahr ist bekanntlich immer leichter als das zweite.
Man of the Match, Tom Tankwart, by the way. Und guck mal hier, Flareon. Flareon mit einer 6-0. Der hat gar nicht mal so ein schlechtes Spiel gemacht, ne? Aber in Dortmund war halt einfach nicht gut. Oh, wir sind trotzdem nicht vorne. Die Bayern sind punktgleich mit uns und Leverkusen. Eintracht Frankfurt auch. Gegen Frankfurt haben wir ja 1-1 gespielt. Alle vier Mannschaften, 3 Siege, 2 Unentschieden. Aber bei beiden dominiert eben, oder bei allen Vieren dominiert eben die gute Abwehrleistung. Ne? Also bei den Bayern, da kickt auch ein absoluter Sturmangriff rein. Also bei den Bayern fallen richtig viele Tore. Erstes DFB-Pokalspiel für uns dieses Jahr. Das zweite in der Vereinsgeschichte. Das erste ging ja bodenlos verloren gegen Paderborn. Da wurden wir echt zerschossen. Also das war mit das schlechteste Spiel bisher unter der Malle leider. Jetzt gegen Unterhaching gespielt. 2 Ligen unter uns. Also Jungs, ich bitte euch. Mehr als ein Pflichtsieg. Das ist eigentlich schon mal wegweisend, ob wir die gute Leistung hier konstant halten können. Aber was? Weitergleitet. Inspire. Erster Abschluss, aber Bollard hat da im Tor gar kein Problem. Matti, super. Die Ruhe bewahrt. Donko nochmal. Flanke rein, Führig. Nachschuss und Ecke. Oh, wenn er den da reinmacht. Manu, der Innenverteidiger, geht da durch. Das ist ein super Ball für Chris Führig. Wieder nicht drin. Oh mein Gott, es beginnt schon wieder so wie gegen Paderborn. Also so ein klarer zweiklassiger Unterschied ist hier nicht zu erkennen. Das muss man aber auch mal wirklich so sagen. Also da sah es gegen Dortmund, gegen Leipzig deutlich einseitiger aus. Jetzt aber der Ball für Matti. Was ist das denn für ein Abschluss? Gut durchgesteckt. Ace Junior muss das erste Mal abtauchen. Matteo, super Balleroberung. Timo haut ihn jetzt mal drauf. Und der landet sogar drin. 1-0. 83. Kapitän mit der Nummer 8. Der Mann kann nur schöne Tore aus 24 Metern. Mit Aufsetzer. Nein, kommt Schmied da echt nochmal durch. Schmied gegen alle. Ace Junior mit der Faust Gottes. Führig verletzt. Was ist denn das jetzt? Führig verletzt. Timo muss übernehmen. Spiel ist vorbei. Ein später Treffer sichert dem FC Moisty das erste Weiterkommen im DFB-Pokal. Es geht ins Achtelfinale für den neuen Bundesligisten. Nein, Chris Führig fällt 4 Wochen verletzt aus. Oberschenkel. Aber wenigstens nicht der große Zeh oder kleine Zeh. David tut sich bei Bergamo noch schwer. Oh, David. David ist es nicht gelungen, Bergamo den erhofften Schub zu geben. In einem sehr eingespielten Team konnte er mit durchschnittlichen Leistungen bislang nicht überzeugen. Die Eingewöhnung dauert länger als gedacht, aber ich bin sicher, dass bald alles besser läuft, kommentierte der offensive Mittelfeldspieler. Ja gut, das kann ja sein, ne? Also wenn du halt Martin neben dir hast, dann musst du dich da natürlich auch erstmal behaupten in dem Team. Also, Flareon fliegt echt raus. René schlägt mit Darmstadt den BVB. Oh, was ist denn bei Schwarz-Gelb los? Erste Niederlage gegen den FC Moisty, jetzt gegen Darmstadt. Auch Leverkusen kommt mit Daniel weiter. Leipzig fliegt mit Niklas raus. Auch die wurden ja vom FC Moisty geschlagen. Ist es etwa der Verein, der jetzt die ganzen Top-Favoriten in Deutschland in die Krise schubst? Was ist hier? 1860 noch dabei. Pauli raus. Mainz raus. Fürth raus. Schalke schlägt Union, das ist stark. Stuttgart muss sich bis ins Elfmeterschießen kämpfen. Bayern souverän. Gegen wen geht's in Runde 3 im Achtelfinale? Gegen den VfL Bochum. Das ist machbar, das ist mehr als machbar. Die sind ja abgestiegen in der Relegation gegen Augsburg. Dementsprechend kein Bundesliga-Gegner von uns. Startrennen, guck mal hier, Mr. Muffin. Der Typ ist in der zweiten englischen Liga abgestiegen, ist zu Startrennen gewechselt und spielt jetzt Conference League. Der Mann hat jetzt einen ordentlichen Sprung geschafft. Florenz, guck mal, Lukas spielt auch international. Okay, dann haben wir hier schon mal 2 Jungs. Und Club Brügge, scheiße, wen hat mir nach Club Brügge verkauft? Ivanov. Wir hatten Ivanov und ich glaube Barga. Da spielen 2 Jungs von uns. Atalanta Bergamo wieder auf der 3. Aua, das erste Game gegen Nizza verloren. Ja, Martin, David, läuft noch nicht so bei den beiden. Champions League. Die Münchner. Bayern mit Ozzy und Loki gleich mal gegen Real Madrid im Bernabeu gewonnen. Das ist natürlich gleich mal ein Ausrufezeichen. Flareon auch mit Dortmund gegen Athen erfolgreich in der Liga, im DFB-Pokal halt nicht. Ajax Amsterdam mit dabei. Ist Eindhoven gar nicht dabei? Ich habe jetzt nirgendwo Eindhoven gelesen. Sturm Graz-Fan, grüß dich, guten Morgen. Spielt hier einer? Nee, ne? Ja doch.
Torreón führt mit United 3-0, Salzburg geschlachtet. Leipzig hat eine schwere Gruppe mit Juve und Liverpool, aber gegen ihr Mittelland haben sie es schon mal geschafft. Niklas wahrscheinlich wieder 90 Minuten auf der Bank gesessen. Leverkusen hier zusammen mit Jonas in einer Gruppe. Cool, cool. Und Jonas verliert gleich mal gegen Sevilla. Daniel gewinnt 2-0 gegen Dynamo Kiew. Ah, hier ist Eindhoven. Sascha Tobo spielt auch Champions League. Wie cool. Hey, wie cool. Dann haben wir ja einen Spieler. 6 mit Florian Siemer. Dann haben wir 8 Spieler in der Champions League. Wie geil. In der Europa League waren es jetzt wie viel? Okay, nee, dann haben wir 2 in der Euro League. Mr. Muffin in der Conference League. Florenz. Und nochmal 2 bei Brügge. 3 in der Conference League. Bedeutet, wir haben 13 Jungs international. Oh, das nächste Ding in Hertha. Was in Berlin? Ach du Scheiße, wir spielen aber auch nur gegen die richtig großen Vereine jetzt. Ne, warte mal, da kann ich gleich wieder den Hertha-Schal rausholen. Ist es jetzt soweit? Heißt es jetzt etwa wieder? Ha, ho, he. Hertha BSC. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Oh, und die Hertha kommt wieder mit ihrem schnicken Bus. Starspieler Savio erzielt im letzten Spiel 2 Tore. Der Mann hat uns, glaube ich, auch schon mal in der zweiten Liga 1 gedrückt. Ne? Wäre jetzt nicht das erste Mal, wenn er gegen uns trifft. Im Olympiastadion. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das Aufsteigerduell. Beide ja gut reingestartet. Der Gastgeber mit nur einer Niederlage aus 5 Games. Und die Gäste noch ohne Niederlage. Tom, nochmal raus. Spryson. Oh, der Ball ist hervorragend, aber Timo kommt halt aus dem Abseits. Jeremy Duziak aufgehalten von Flubi ohne Foul. Gibt's auch keine Proteste seitens der Hertha. Boah, Julian Junior mit dem Tunneler. Wird dann aber auch gleich mal gelegt. So geht's nicht. Timo nochmal durchgesteckt. Oh, der letzte Ball von Julius. Er reicht nicht den Empfänger. Aber die Hertha ist halt aber auch wirklich blitzschnell wieder hinten drin geordnet. Also gefühlt musst du es ja schon mit einem Weitschuss probieren. Außer Julius macht jetzt mal den Laufweg. Nein! Haut ihn eben an den Pfosten. Sona jetzt nochmal mit dem Sprint gegen Benny, der kommt nur schwer hinterher. Benny, klasse Grätsche. Das ist Wille, aber Sona macht doch weiter. Es bleibt echt bei der Nullnummer im Aufstiegsduell. Zweitligameister gegen den Vizemeister. 0-0 im Olympiastadion. Ich glaube, beide Mannschaften sind damit nicht zufrieden. Andererseits, Hertha bleibt bei einer Niederlage. Und der FC Mäusli bleibt weiter ungeschlagen. Oh, wir sind sogar nur noch Dritter. Ach so, ja, lol, wir haben ja nicht gewonnen, wir haben ja unentschieden gespielt. Aber Frankfurt auch, ne, die haben auch gejoked. Leverkusen, Bayern, die marschieren weiter. Frankfurt hat gegen Freiburg nur 2-2 gespielt, okay. Ja, Julian Junior twittert nochmal nach dem Game. Ihr müsst mir helfen, mein Sohn kann sich nicht entscheiden, für welches Land der irgendwann auftreten soll. Ich mache Abstimmung. Ihr habt bis nächste Woche Samstag Zeit. Für Spanien, Deutschland oder Schottland. Stimmt. Die Mutter ist Spanierin, glaube ich, ne. Er selbst ist deutsch. Und er ist aber in Schottland geboren. Keine Ahnung. Ich gehe mit Deutschland, einfach wegen dem Vater. Ey, aber jetzt erstmal für die Leute auf YouTube. Ich glaube, wir haben genug Stuff erstmal gemacht für die erste Folge. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften schönen Tag. Dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder zur nächsten Folge. Und jetzt haut rein. Ciao, ciao. Fantastic.